Dienstag, 6 Uhr früh. Ein Sondereinsatzkommando stürmt dieses Zweifamilienhaus in Hunsbach. Hinter den Fassaden eine Art Museum. Militärorden, Uniformen, Stahlhelme und ein riesiges Waffenarsenal. Modell 151 schon. Okay. Dann die Nummer von uns, die Nummer? Die 18. 18. Was der 62 Jahre alte Rentner in seinem Haus hatte, überrascht selbst Experten. Bundeswehr und Landeskriminalamt vergleichen die Waffen mit den Besitzkarten. Hinweise auf Verbrechen gibt es derzeit zwar nicht, aber ein Schusswaffenexperte wird die 30 Gewehre und Pistolen später noch testen. Das Bundeskriminalamt überprüft die Projektile. Generell sind es natürlich Schusswaffen, die alle Projektile verfeuern, die auch bis zu 300 Meter, manchmal auch mehr, tödlich sind. Tödlich könnte auch die Munition des Rentners sein. Polizisten transportierten einen ganzen Lastwagen voll in einen Bundeswehrbunker nach Baumholder. Hier lagern nun Handgranaten und Patronen, teilweise aus den Weltkriegen. Insgesamt 80 bis 100.000 Schuss Munition. Auch Feuerwerkskörper aus dem Ausland sind dabei. Die hortete der Rentner auf dem Dachboden in Schränken und Tresoren. In der Größenordnung ist das bis jetzt, was ich gesehen habe, einzigartig, was gefunden worden ist. Es gibt natürlich mit Sicherheit in den Großstädten auch mehr. Aber was hier in dieser Umgebung, in diesem Land schon gefunden worden ist, das ist, also das hier ist, ja, kaum zu glauben. In den Kisten stecken auch Schwarzpulver und weitere Chemikalien für den Bau von Sprengsätzen. Einen Teil davon sprengte der Kampfmittelräumdienst noch auf einem Feld bei Hunsbach. Der Transport wäre ein zu großes Risiko gewesen. Nun ermitteln Polizei und Staatsanwaltschaft wegen Verstoßes gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz. Der Rentner soll ein leidenschaftlicher Sammler sein. Als das SEK ihn im Schlafzimmer überraschte, bekam der 62-Jährige einen Kreislaufkollaps. Das war schon sehr gefährlich. Die Experten vom Landeskriminalamt, die Delaborierer, haben die Gefährlichkeit bestätigt. Die Familie musste auch evakuiert werden aus dem Haus. Die konnten dann abends wieder in ihr Haus zurück. Wenn ein Brand ausbricht oder ein Blitz einschlägt, man mag sich gar nicht vorstellen, was dann passiert. Leben auf einem Pulverfass. Den meisten der 400 Hunsbacher scheint das nicht bewusst gewesen zu sein. Im Dorf gilt der Rentner als waffennah. Vor der Kamera will sich aber niemand äußern. Noch nicht einmal der Ortsbürger. Rheinland-Pfalz aktuell. Guten Abend. Die Polizei hat in Becherbach bei Meisenheim ein weiteres Kriegswaffenlager entdeckt. Unter anderem 50 Kilogramm hochexplosives Nitroglycerin. Es soll morgen auf einem Feld gesprengt werden. Dafür wird ein Teil des Dorfes evakuiert. In der Scheune fand die Polizei außerdem einen Militäranhänger mit großen Mengen an Munition, dazu Maschinengewehre und weitere Kriegswaffen. Der 62-jährige Besitzer hatte sie offenbar über Jahre gesammelt. Zu den Hintergründen machte er bisher keine Angaben. Bereits am Dienstag hatten Beamte ein Waffenlager des Rentners im nahegelegenen Hunsbach entdeckt. Scheune birgt explosive Munition. Kräne sichern havarierten Tanker. Fotoschau zeigt politische Rückblende. Rheinland-Pfalz aktuell, guten Abend. Die Polizei hat in Becherbach bei Meisenheim ein weiteres Kriegswaffenlager entdeckt. In einer Scheune stellten sie unter anderem 50 Kilogramm Nitroglycerin sicher. Der hochexplosive Sprengstoff kann empfindlich auf Kälte reagieren, deshalb soll er morgen gesprengt werden. Dafür wird ein Teil des Dorfes evakuiert. Der Mieter der Scheune, ein 62-jähriger Rentner, die Polizei hatte schon am Dienstag in seinem Haus ein anderes Waffenlager entdeckt. Jetzt also der neue Fund. Die Polizei sprengt eine Mine, die niemand mehr wegtransportieren wollte. 300 Meter weiter steht ein alter Militärtransporter in einer Scheune und kistenweise Waffen. Es wird immer noch geprüft und gezählt, was genau hier liegt. Man kann schon sagen, dass mehrere zigtausend Schuss Munition hier in dem Schuppen untergebracht waren. Des Weiteren Minen, Granaten und auch eine Panzerfaust.
Und noch etwas wird in der Scheune entdeckt, 50 Kilogramm Nitroglycerin, hochexplosiver Sprengstoff, der bei Kälte unberechenbar ist. Alles Waffen aus dem Besitz eines Rentners, der eine fragwürdige Leidenschaft für Stahlhelme, Nazisymbole und Kriegsgerät hat. Am Dienstag stürmte ein Sondereinsatzkommando sein Haus im wenige Kilometer entfernten Hunsbach. Die SEK-Beamten trauten ihren Augen nicht. Hinter der bürgerlichen Fassade lagerten Waffen für eine ganze Kompanie. Woher er die Waffen hatte und wie er das bezahlen konnte, weiß bisher niemand. Denn der Beschuldigte ist nicht vernehmungsfähig wegen eines Schwächeanfalls. Heute der neue Fund in Becherbach. Vor dem Schuppen wartet ein Tieflader, um den mit Waffen vollgestopften Militärtransporter an einen sicheren Ort zu bringen. Doch dann sehen die Experten viel zu gefährlich. Mitten im Dorf liegt Kriegsgerät, das scharf und in die Jahre gekommen ist. Dabei glaubten die Menschen in Becherbach bis heute, fern aller Gefahr zu leben. Ich habe gedacht, man lebt auf dem Land, bescheiden und sicher. Aber das ist scheinbar doch nicht der Fall. Seitdem ich weiß, dass er Munition da hat, habe ich mich schon aufgeregt. Es ist ja doch schon sehr riskant sowas. Ne? Die können hier ganz Haus in die Luft fliegen oder noch mehr. Genau deshalb sind inzwischen rund um die Scheune 8 Häuser evakuiert worden. Morgen wird entschieden, ob womöglich das ganze Dorf geräumt werden muss, damit niemand in Gefahr ist, wenn das Nitroglycerin kontrolliert gesprengt wird. In dieser Scheune in Becherbach kommen seit gestern immer neue brandgefährliche Funde ans Licht. Leicht entzündliche Pyrotechnik, Weltkriegsmunition, mindestens 50 Kilogramm hochexplosives Nitroglycerin in einer Metallkiste. Der Kampfmittelräumdienst hat sie notdürftig mit Styropor abgedeckt. Außerdem Handgranaten. Selbst erfahrene Experten der Polizei haben eine solche Waffensammlung noch nie gesehen. Wir müssen hier weiträumig räumen. Das habe ich jetzt mich überzeugen lassen davon, dass der gesamte Ort geräumt werden muss, auf 1000 Meter etwa, weil das Zeug, das hier drin ist, so gefährlich ist, dass wir das nicht akzeptieren können, dass irgendwelche Menschen noch in Gefahr geraten. Das ist schon schwierig genug für die Entschärfer. Und so soll dieser Roboter die brisante Metallkiste aufs offene Feld bringen. Dort wird die gezielte Sprengung vorbereitet. Bis dahin muss aber der gesamte Ort evakuiert werden. Die Feuerwehr geht von Haus zu Haus. Nach einer Stunde haben die letzten Bewohner Becherbach verlassen. Ich habe den Wohnwagen gepackt und bin jetzt fertig zum Wegfahren. Aber nur außerhalb des Dorfes und beobachte das Geschehen vom Hörsberg aus. Natürlich ist es ein mulmiges Gefühl. Und wenn man weiß, man muss raus aus dem Haus, dann ist das nicht sehr angenehm. Ursprünglich war geplant, das explosive Material schon heute bei Tageslicht komplett zu sprengen. Jetzt soll morgen alles unschädlich gemacht sein. Dann erst können die Becherbacher in ihre Häuser zurückkehren. Nach dem Fund von 50 Kilogramm Sprengstoff bei einem Waffennarren im rheinland-pfälzischen Becherbach, nahe Bad Kreuznach, hat die Polizei das gesamte Dorf geräumt. 550 Menschen müssen über Nacht in einer benachbarten Turnhalle oder bei Verwandten ausharren. Bis morgen hat die Polizei zu tun, um das Nitroglycerin auf einem nahegelegenen Feldweg zu sprengen. Gegen den 62-jährigen Besitzer des illegalen Sprengstoffs ermittelt die Staatsanwaltschaft seit längerem. Bei ihm fanden Polizisten auch Maschinengewehre, Handgranaten und rund 50 weitere Waffen. In dieser Scheune in Becherbach kommen seit gestern immer neue brandgefährliche Funde ans Licht. Leicht entzündliche Pyrotechnik, Weltkriegsmunition, mindestens 50 Kilogramm hochexplosives Nitroglycerin in einer Metallkiste. Der Kampfmittelräumdienst hat sie notdürftig mit Styropor abgedeckt. Außerdem Handgranaten. Selbst erfahrene Experten der Polizei haben eine solche Waffensammlung noch nie gesehen. Wir müssen hier weiträumig räumen. Das habe ich jetzt mich überzeugen lassen davon, dass der gesamte Ort geräumt werden muss, auf 1000 Meter etwa, weil das Zeug, das hier drin ist, so gefährlich ist, dass wir das nicht akzeptieren können, dass irgendwelche Menschen noch in Gefahr geraten. Das ist schon schwierig genug für die Entschärfer. Dieser Roboter hat den gefährlichen Transport des Sprengstoffs übernommen. Auf freiem Feld soll das Nitroglycerin gezielt zur Explosion gebracht werden. Bis dahin muss aber der gesamte Ort evakuiert werden. Die Feuerwehr geht von Haus zu Haus. Innerhalb einer Stunde haben die letzten Bewohner Becherbach verlassen. Ich habe den Wohnwagen gepackt und bin jetzt fertig zum Wegfahren.
aber nur außerhalb des Dorfes und beobachte das Geschehen vom Hörsberg aus. Natürlich ist es ein mulmiges Gefühl, und wenn man weiß, man muss raus aus dem Haus, dann ist das nicht sehr angenehm. Zurückkehren können die Becherbacher erst morgen, denn es dauert alles viel länger als geplant. Ursprünglich sollte das explosive Material bei Tageslicht gesprengt werden, aber erst um 18.20 Uhr flog ein Teil des Sprengstoffs in die Luft. Der Rest soll morgen folgen.